Moin meine Brothers und Sisters, mein Name ist Ladies Nights und heute zocken wir Fish Feed to Grow. Ich kann mich noch erinnern, das letzte Mal haben wir diesen riesigen mechanischen Fisch gespielt und heute wird es Zeit für den anderen Skin. Warte, du habe noch eine zweite Skin? Na klar habe ich noch einen zweiten Skin. Wer wäre ich, wenn ich nur einen Skin hätte? Oh, Schneili, du bist so cool. Und Leute, das hier ist unser zweiter Skin, ein verdammter Skelettfisch. Oh, Schneili, du bist so cool. Ihr kennt ja die Regel, Level 100 oder gar nicht. Mal sehen, wie dieser Fisch auf Level 100 aussieht. Die Expira hat es natürlich auf 300% gestellt, weil... faul? Ich habe für das Intro jetzt 7 Minuten gebraucht. Das heißt, der Server ist schon ein kleines bisschen online und die anderen Fische sind schon größer als... Oh, verdammt, okay. Größer als ich. Aber der Vorteil ist natürlich, es gibt auch schon viele tote Fische, die oben an der Decke schwimmen, die ich einfach nur snacken muss. Yo. Oh, Level 4, verdammt, okay. Der Fisch sieht jetzt schon ziemlich geil. Und Level 6, oh mein Gott. Das ist gerade mal das erste Fleisch. Level 8, was zur Hölle? Level 10! Wohl angemerkt mit dem ersten bisschen Fleisch, was wir bekommen haben. Wenn wir schneller als gedacht Level 100 erreichen sollten, dann denke ich mal, erhöhe ich das Cap sogar auf Level 200. Und ich kann euch mal ganz kurz zeigen, hier unten ist dieser... Oh, du bist tot. Oh Gott. Ich brauche aber schon ziemlich lange, um den Typen zu zerkleinern. Oh Gott, endlich. Und jetzt darf mir niemand das Fleisch klauen. Level 14 ist erreicht und das Fleisch ist viel zu groß. Aber wir machen schon ordentlich Schaden. Oh Gott. Mit seinem Kollegen lege ich mich trotzdem noch nicht an, obwohl das Fleisch zieht ihn gerade schon ziemlich hart an. Oh Gott, wir gehen weg. Während er seinen Kollegen da frisst, dieser verdammte Kannibale, und ich weiß ehrlich gesagt nicht, schwimmst du auf mich... Yo, okay, ich möchte nichts riskieren, verdammt. Oh, shit! Wisst ihr, normalerweise würde ich das als Beleidigung nehmen, dass er mich jetzt gefressen hat, aber er hat von Weitem diesen schwarzen Arsch gesehen und dachte sich, wow, der ist knackig, da muss ich reinbeißen. Arschbacken aus Stahl, komm her und fühl mal. Willst du sexy Ladies betatschen, brauchst du einen harten Hinterkasten. Okay, ich gebe ehrlich zu, das war nicht schlecht, obwohl die Runde war gar nicht so schlecht. Trotzdem sollten wir uns erstmal mit Keim anlegen, weil wie gesagt, der Server ist schon ein kleines bisschen online. Das heißt, die meisten Leute sind größer als ich. Und der kleine grüne Typ hier, der gehört zu meiner Gang, weil ich habe den Gang-Modus an. Wir sind härter als die anderen, wir sind stärker als die anderen und wir fressen nur Tote. Ich hoffe jedenfalls, dass du tot bist. Oh, warte mal ganz kurz, er bewegt seine Augen noch, oder? Ich bin mir gerade... Okay, der ist definitiv tot. Verdammt, aber er hat kurz sein Auge bewegt. Ich glaube, ich muss den Gang-Modus ausmachen. Was zur Hölle? Der Typ frisst mir mein Fleisch weg. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Ich zerkleinere es und du, verdammter Typ, frisst es? Oh Gott, wenigstens sind wir jetzt schon Level 7 geworden. Aber trotzdem brauche ich dieses Guckt euch das an, der frisst mein Fleisch. Und das Problem ist, ich kann den Typen ja nicht mal töten. Kannst du bitte verschwinden? Ich habe dich schon aus meiner Gang rausgeworfen. Aus den... Desperitos oder was zur Hölle wir auch immer sind. Oh nein, Desperito war ein Song und keine Gang. Alles hört sich an wie eine mexikanische Gang. Diese ganz skrupellosen mexikanischen Gangs, die man sich in irgendwelchen Knast-Dokus auf YouTube reinzieht. Level Nummer 20 und hier hinten habe ich übrigens die Skins bekommen. Das wollte ich euch eben gerade zeigen, bevor ich von diesem riesigen Fisch getötet wurde. Kommt schon, öffne das hier. Und genau hier ist mein Skin drin. Was ein Zufall. Oh Gott. Da habe ich genau das richtige Paket erwischt. Und was ist hier drin? Der Metallfisch. Hä? Es gab doch definitiv noch mehr Skins, oder? Da hinten ist noch ein drittes Paket. Mal ganz kurz gucken. Oder habe ich nicht alle Pakete geöffnet letztens? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm schon, öffne doch das Paket wenigstens. Was war hier drin? Oh Gott, wir haben irgendein Hai freigeschaltet. Das habe ich ja komplett vergessen. Kleiner Spoiler, weil das werden wir logischerweise als nächstes spielen. Wir sind erst Level 21. Das ist krass wenig, um ehrlich zu sein. Obwohl... Oh Gott, hier ist ja total viel Fleisch. Komm schon, snack das Level 3. Oh mein Gott, okay. Das ist verdammt nice. Oh mein Gott. Level 35. Okay, wir sind jetzt verdammt groß. Wir können uns auf jeden Fall mit den anderen Leuten anlegen. Aber da hinten ist noch eine Leiche. Ich liebe Leichen. Der Typ lebt noch. Nein, den töten wir besser nicht. Ich kann mich gut einschätzen. Ich weiß, gegen welche Fische wir eine Chance haben und gegen welche Fische wir keine Chance haben. Oh Gott, komm schon. Stirb, stirb, stirb doch. Okay, den haben wir mies zerfleischt. Level 46 sind wir jetzt. Wow. Da schwimmt man mit so einem riesigen Skelettfisch durch die Meere und tötet andere Fische. Die anderen denken sich bestimmt so, scheiße, bin ich bei Fluch der Karibik? Leute, wir dürfen jetzt auf keinen Fall mehr sterben. Ich denke mal, den können wir töten. Oder diese Riesenkrabbe. Oh mein Gott, der macht 61 Schaden. Ich glaube, macht mehr Schaden als ich. Obwohl, warte mal ganz kurz. Wir können definitiv schneller zubeißen. Oh Gott, okay. Wir haben gegen alle Fische eine Chance. Außer natürlich gegen die großen Haie und Wale. Weil die sind verdammt brutal. Komm schon.
Mr. Krabs. Du hast dich also nicht um Perla gekümmert. Kein Problem, ich töte Perla auch noch. War das asozial? Weil es hat sich ziemlich asozial angefühlt. Oh Gott, da hinten sind doch große Fische. Die können wir uns eigentlich easy snacken. Komm schon, Level 61. 61. Boom. Komm. Eieieiei. Level 63. So schnell kann's gehen. Das Ding ist, wir dürfen jetzt... Oh mein Gott, wir dürfen durch keine Scheiße mehr sterben. Weil wenn wir jetzt sterben würden, dann wäre es wirklich vorbei. Oh Gott, da hinten ist doch ein großer Zebrafisch. Den würde ich ziemlich gerne töten. Wenn man unter Wasser Leute tötet, fliegt das Fleisch nur so umher. Und dann kommen auch direkt die Haie an. Von daher muss man sich immer extrem beeilen. Oh Gott, was bist du denn für ein Kleiner? Leute, ich habe mich einfach mit Restklick gegessen. Eigentlich können wir die meisten Leute einfach mit Restklick essen, ohne irgendwas zu tun. Ich schwimme einfach nur mit Restklick durch das... Guckt euch das an, wow. Okay. Aber ich bin gerade so mies langsam. Wenigstens da hinten ein kleines bisschen Fleisch. Oh mein Gott, war das laut. Ein kleines bisschen Fleisch. Wir sind Level 79. Das reicht noch nicht. Mindestens noch 21 Level und da ist ein verdammter Schwan. Verdammt, ich werde eure komplette Familie auslöschen. Es tut mir leid. Level 82. Könnten wir den Hai theoretisch töten? Ich weiß nicht, ob ich es wirklich riskieren möchte. Obwohl, der ist viel kleiner als wir. Na klar können wir den töten. Easy, ohne irgendwelche Probleme. Wieso zur Hölle bin ich so ein Weichei? Oh, da ist direkt ein zweiter gespawnt. Warte mal ganz kurz, das hier ist der High-Spawn-Ort? Oh Gott, man lernt jeden Tag was dazu. Es tut mir leid, mein Freund. Let's go, der zweite. Das heißt, direkt hinter mir müsste ein dritter sein. Wir haben den Spawn-Ort entdeckt. Oh mein Gott, ist das simpel jetzt. Einfach die ganze Zeit am Spawn killen wie sonst was. Komm schon, bist du tot? Ich weiß es nicht, aber da hinten ist schon der nächste. So kriegt man einfach XP. Man drückt Rechtsklick und Linksklick gleichzeitig und man muss nicht mal großartig viel tun. Die Haie sterben einfach und spawnen neu. Oh Gott, der beißt mir gerade in die Seiten rein. Bist du asozial oder so? Wieso zur Hölle tust du das? Ich meine, du wirst oder so sterben. Level 106 sind wir gerade. Oh Gott, es wird Zeit, sich mit dem größten Fisch unter Wasser anzulegen. Was zur Hölle macht der Hai da gerade von der Seite? Lass mich los! Ich bin ein verdammter Skelettfisch. Ich meine, das bringt dir ja theoretisch nicht mal was, mich umzubringen. Wo ist jetzt dieser riesige Fisch, den ich mal... Da unten ist er. Okay, den will ich töten. Unbedingt. Der ist der verdammt nochmal riesigste Fisch hier unter Wasser. Ich habe nicht gerade volles Leben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob wir eine Chance haben. Aber wir werden es definitiv... Oh, es sind zwei. Es sind zwei von diesen Riesenwoppern. Ich denke... Nein, die können einen One-Hitten. Die haben diese Riesenfresse. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wir legen uns trotzdem mit dem an. Komm schon. Let's go. Oh, oh, oh. Komm schon. Bitte töte ihn. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Let's go. Ich weiß nicht, wer gerade am Gewinn ist, um ehrlich zu sein. Warte mal ganz kurz. Ich glaube, wir haben gewonnen. Ich glaube, wir haben gewonnen. Okay, ich glaube, ich bin jetzt der verdammt nochmal riesigste Fisch hier unter Wasser. Oh mein Gott, keiner hat eine Chance gegen mich. Aber Leute, ich denke mal, ich beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hashtag Fisch in die Kommentare. Und bis morgen, Leute.